Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Ich bin hier in der sogenannten Region Pivki. Ich bin hierher gekommen aus einem Grund. Und zwar geht es, sie wollen Blut sehen. Der Grund, warum ich hier gekommen bin, ist hauptsächlich dieser hier. Ich möchte diesen Kultisten erledigen, damit ich hier noch ein bisschen Belohnung und die Artefakte bekomme. Aber dieser hier finde ich nur in der Arena. Das heißt, ich bin von hier oben nach hier unten mit einem Adrast hier runtergekommen. Wenn ihr gerne maritime Missionen macht, kann ich euch das nur empfehlen, da es hier sehr viele Boote hat. Besser gesagt Schiffe, die darauf warten, sich mit euch anzulegen. Ihr könnt aber auch den easy Weg nehmen, wenn ich es gemacht habe, und einfach um diese Schiffe herumfahren. Sobald ihr dann hier in der Gegend seid, bekommt ihr dann diese Meldung in der Nähe ist ein nicht verfolgtes Ziel. Dann schauen wir mal an. Was muss der Mann sein, der in dem Brief über die Arena-Kämpfe erwähnt wurde? Gut. Dann gehen wir mal zu ihm. Und er wird uns dann wahrscheinlich dann dort hinbringen oder hineinlassen, wie auch immer. Hier ruhen nur die besten Krieger. Helden. Viele sind es nicht. Doch sie sind Helden der Arena. All jene, die ehrenhaft gestorben sind. Die übrigen werden weit weg von hier in anonymen Löchern verscharrt. Niemand erinnert sich an sie. Wenn deine Zeit kommt, glaubst du, dass man dich zu den Helden zählen wird, Söldner? Bin nicht würdig. Ich bin mehr als würdig, was auch immer. Falls jemals jemand stark genug ist, mich zu töten, wäre ich mehr als würdig, hier zu ruhen. Ich habe Geschichten von deinen Taten und Siegen gehört. Beeindruckend. Falls sie wahr sind. Kommt drauf an, was du gehört hast. Ich habe viel gehört. Ein Krieger, der durch das Land reist. Manchmal halb Bestie oder halb göttlich. Aber immer von einem Adler begleitet. Sag mir, ist irgendetwas davon wahr? Bleiben wir etwas bescheiden. Es steckt ein Funken Wahrheit in den Geschichten, aber auch viel Fantasie. Gute Antwort. Es ist mir egal, ob die Geschichten wahr sind. Ich sehe, was in dir steckt. Du vermagst Großes zu tun. Das Potenzial, ein wahrer Held zu werden. Ich bin Marion. Alexios. Wenn du wirklich leben willst, Alexios, wenn du der Held der Arena werden und unermessliche Reichtümer verdienen willst, musst du in meiner Arena kämpfen. Ja, von mir aus in deiner Arena. Was ich erledigen möchte, ist interessant. Gut. Nimm mein Boot und fahre die Küste von Pevki in Richtung des Schiffswracks entlang und dann in die Mündung des Tals hinein. Dort findest du den Eingang zu meiner Arena und Skura, der sich um meine Kämpfer kümmert. Wenn er in dir dasselbe sieht wie ich, dürfte er hoch erfreut über deine Ankunft sein. Okay, so, betritt die Arena.
sehen. Er sagt, wir sollen ein Boot nehmen. Meon sagte etwas von Schiffswracks. Wunderschöne Animation. So, hier haben wir einen Schiffwrack. Wenn ich kentern will, sollte ich einfach weiter segeln. Ach, Alexios. Die Wracks sollten mich zur Arena führen. So, hier sind wir. Das muss Gura sein. Okay, und die Schatzküsten können wir uns später. Für einen Eingang. Barnabas erzählte mir von der Arena. Ich sollte sie mir ansehen. Armes Kind. Dich werden sie da drin restlos fertig machen. Belos, die Bestie von Sparta, verschlingt seine Gegner. Man nennt ihn den Tod. Egal, wie man ihn nennt. Claudius, der König der Banditen. Er ist gerissen. Täuschung ist seine Spezialität. Okay. Titos, der Fels von Athen. Kampferprobter Soldat. Man darf ihn nicht unterschätzen. Vasilis, der König der Arena. Ein spartanischer Maulheld, aber so gut, dass er es sich erlauben kann. Okay, zuletzt. Evante, die Jägerin. Glaubt man, man habe sie in die Ecke gedrängt, greift sie von der Seite an. Ich bin müde. Okay. Hast du das gehört? Ich höre nur das Geschwafel eines alten Mannes. Ich höre nur das Geschwafel eines traurigen alten Mannes. Alt? Natürlich reicht es dir, mir zuzuhören, um zu wissen, wie alt ich bin. Meine Augen waren auch ganz hilfreich. Es heißt, man konnte die Zuschauer bis hierher hören. Ihr Durst war nicht zu stillen. Welcher Durst? Nach Kämpfen in der Arena natürlich. Leben und Tod in ihrer reinsten Form. Liebe, Hass, Ruhm und Ruin. Alles zur Erbauung des Publikums. Mein Name ist Skura. Alexios, ich habe von diesem Ort gelesen und von dir. Es war ein Aufruf an Kämpfer aus der ganzen griechischen Welt. Diese Mauern beben nicht mehr, weil es keine echten Helden der Arena mehr gibt. Die Zuschauer wollen keine wahren Krieger mehr sehen. Sie wollen nur Blut. Aber du, Söldner, könntest das ändern. Du könntest sie umstimmen und unermessliche Reichtümer gewinnen, versteht sich. Wenn du hier kämpfst und gewinnst.
Okay, mein Guter. Vielleicht kann ich diese Arena wieder zum Beben bringen. Gut. Erzähl mir von den anderen Kämpfern. Als neuer Herausforderer kannst du dir einen Gegner aussuchen. Hier gibt es keine Sklaven oder Verbrecher. Nur Krieger, die entschlossen sind, Blut für die Menge zu vergießen. Verstehe. Es gibt 5 amtierende Sieger. Einer blutrünstiger und skrupelloser als der andere. Du musst alle besiegen, um dich Held der Arena nennen zu dürfen. Okay, interessant. Erzähl mir mehr über die Arena. Es gibt sie schon seit Jahrzehnten, aber sie hat sich verändert. Wie die meisten Dinge. Den Kämpfern heutzutage geht es nur um Drachmen, nicht um Ehre. Und das Publikum will nur noch sehen, wie sich die Krieger gegenseitig ausweiten. Sie sind abgestumpft. Sie wollen mehr als nur den Tod sehen. Sie wollen Grausamkeit. Okay. Ich bin für alles bereit. Wähle deinen Gegner. Ich nehme zuerst den 22er und nachher nehmen wir den 29er. Das ist eigentlich der, warum ich eigentlich gekommen bin. Ja, und zwar den König der Banditen. Komm schon.
Oh, komm schon. Ganz ehrlich, hier ziemlich langsam irgendwie. Warum stirbst du nicht? Noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Hörst du das? Du musst dich gut geschlagen haben. Hast du es nicht gesehen? Ich habe seit Jahren keinen Kampf mehr gesehen. Aber wenn die Menge so jubelt, hab ich vielleicht meinen Helden gefunden. Natürlich bejubeln sie mich. Wer würde einem legendären Krieger in der Arena nicht zujubeln? Vielleicht stimmen die Geschichten ja doch. Skura. Meon? Ah, Söldner. Ich wusste es gleich, als ich dich zum ersten Mal sah. Du könntest heldenhaft in der Arena sein, wie Skura. Wenn du weiter so kämpfst, sage ich eine lange und profitable Karriere voraus. Für uns beide. Rede mit Skura, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Ja. Ja, profitieren. Also. Wähle deinen Gegner. Ich bin wegen ihm gekommen, für Belos, die Beste von Sparta. Ich spieße Belos auf wie ein wildes Tier. Und danach beenden wir dann auch dieses Video. Jetzt reicht
5. Mittelfigur. Okay, komm, mein Liebster, auf dich habe ich gewartet. Und los geht's. Okay, das nehme ich einmal zuerst. Es brennt!
So, hierfür habe ich mir die Pfeile abgespart. Ich glaube, ich habe Erkel jetzt angefangen. Das war eigentlich das Ziel, diesen Kultisten zu besiegen. Eine Waffe, Söldner. Der Speer. Er erinnert mich an alte Zeiten. An die Perser. Dieser Speer hat viele Perser getötet. So wie ich. Auf dem Schlachtfeld und in der Arena. Okay, warum auch nicht? Du hast in den Perserkriegen gekämpft? Hab ich. Wie ist das gewesen? Hart. Die Perser waren eindrucksvolle Gegner. Sie waren in der Überzahl. Sie hatten Krieger aus zahllosen eroberten Ländern in ihren Reihen. Die griechische Welt musste sich vereinen, um sie zurückzuschlagen. Sonst hätten wir unweigerlich verloren. Eine vereinte griechische Welt. Das ist heute nur ein Traum. Allerdings. Aber aus dem Krieg zurückzukehren war schwerer als der Krieg an sich. Für Mehan und mich erwies sich das alltägliche Leben als schwierig. Vorher ging es jeden Moment um Leben und Tod. In der Arena fanden wir dazu zurück. Wie war es zu deiner Zeit in der Arena? Es war ein Ort der Ehre und des Heldenmuts. Ich habe viele Jahre in Blut gebadet. Aber das waren andere Zeiten und ich war ein anderer Mann. Okay. Wie genau bist du zum Helden der Arena geworden? Was hast du getan? Ich habe überlebt. Oh, wunderbar. Dann lassen wir mal die hysterische Frau hier hinten weiterspringen. Ich muss jetzt gehen. Du hast dich in der Arena als wahrer Kämpfer erwiesen. Weiter so. Danke. Okay, so. Ich breche hier ab. Da ich genau das, was ich machen wollte, erreicht habe. Und zwar... ist es Belios, die Beste von Sparta, zu erledigen. Das ist gelungen.